So, meine Freunde, weil ihr euch es immer gewünscht habt, immer wieder kamen die Kommentare, mehr Creepy-Kram, mehr Theorien, mehr Creepy. Und eigentlich wollte ich mich ein bisschen distanzieren von dem Content, aber ich produziere die Videos ja auch für euch. Und wenn ihr nun mal die Wünsche habt, dass ein bestimmtes Format kommt, dann soll es auch kommen. Und zwar heute 4 Creepy-Mario-Dinge. Momente in Nintendo-Spielen, wo Mario einen Creepy-Eindruck hinterlassen hat. Und wenn das Ganze euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben ab, dann weiß ich, okay, die Nachfrage ist groß und dann werde ich auf jeden Fall mehr solches produzieren. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt, Leute. Viel Spaß! Lass uns erstmal mit grundlegenden Sachen anfangen, und zwar dem Alter von Mario. Weil ihr kennt ja Mario, ihr wisst ja, wie er aussieht und ihr wisst ja auch schon, wie er immer ausgesehen hat. Und ich weiß nicht, ob man das als creepy betiteln könnte, aber sein Alter ist 24 oder 25. So hat es Shigeru Miyamoto gesagt in einem Interview. Und kleiner Funfact am Rande, ich bin auch 24. Aber wenn ihr mich fragt, würde ich, also ich hätte Mario immer, also mindestens auf 35 geschätzt. Weil einfach sein Auftreten mit dem Bart und sonstiges einfach schon wesentlich älter wirkt. Aber Mario ist ja auch kein ganz normaler Mensch, wie wir gesehen haben, denn die normalen Menschen sind ja in New Donk City und Mario ist irgendwie anders, was auch eigentlich ein bisschen creepy ist. Aber lasst uns zum nächsten gehen. Okay, ein wirklich creepy Fact über Mario ist, dass er Super Mario Bros. 2, ihr kennt das Spiel alle, das ist das Spiel, wo Birdo das erste Mal aufgetreten ist. Das alles hatte Mario nur geträumt. So wurde das Ganze begründet, diese Welt, weil diese Welt ist ja auch nur mal anders als das Pilzkönigreich. Die Welt trägt den Namen Subcon. Und das alles ist nur in Marios Kopf, das alles ist nur geträumt. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass Birdo das allererste Mal in diesem Spiel aufgetreten ist und später aber wirklich existent in der Standard-Mario-Charakterauswahl immer dabei ist, also auch im Pilzkönigreich und so. Aber es ist wohl das absurdeste, krankeste Mario-Spiel von allen und das alles ist in Marios Kopf. Ich hatte damals mal über die brutalsten Mario-Tode ein Video gemacht und da war auf jeden Fall jetzt einer dabei, den ich wieder reinnehmen musste in dieses Video, denn das ist wirklich creepy. Denn normalerweise waren die Sterbeanimationen ja immer relativ schnell und süß mit dem kleinen Jingle und jetzt, seit Mario 64 auf den Tisch gekommen ist, damals vor einigen Jahren, haben sich die Tode drastisch verändert. Zum Beispiel, als Paradebeispiel sogar, kann man hier das Ertrinken aus Mario 64 nennen, wo Mario noch nach Luft japst und dann aber nur Wasser einatmet sozusagen und seine ganze Lunge sich mit Wasser füllt und er stirbt einfach und seine leblose Figur, sein lebloser Körper ist dann einfach so im Wasser. Was eigentlich wirklich ein bisschen makaber ist, weil es ist ein Kinderspiel und der vermeintliche Held ist da gerade wirklich am Ertrinken und man sieht sogar die Leiche. Jetzt kommt ein wirklich creepy Meme und ich muss wirklich schon lachen, wenn ich darüber rede. Und zwar zum 25. Jubiläum von Mario hat Nintendo so ein bisschen den Geburtstag gefeiert. Hat so eine Torte gemacht und auch so einen kleinen Clip gezeigt, wo Mario, beziehungsweise ein Mensch in einem Mario-Kostüm, aber das soll immer Mario darstellen in diesen Nintendo-Clips. Und der hat wirklich einfach diese Maske oder dieses Kostüm, hat einfach so einen creepy Blick drauf. Einfach eine leere Starre die ganze Zeit. Er starrt einfach nach vorne mit einem leeren Blick. Und das ist so creepy, da haben sich die Leute sogar gedacht, da machen wir ein Meme draus und das Ganze ist jetzt sogar überall zu finden, dieses Meme. Und ich finde es auch einfach richtig genial. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. So, liebe Leute, das war's mit dem Video 4 Creepy, beziehungsweise weirde Fakten über Mario. Nennt es, wie ihr wollt. Und solltet ihr noch weitere Fakten kennen, die ich vielleicht mal in dem Video abdecken soll, dann mache ich das. Und wenn euch das Ganze gefällt, einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Dann mache ich auf jeden Fall noch einen weiteren Part. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch mal einen schönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.